Hallo und ein herzliches Willkommen zu unserem heutigen ersten Text-News-Flash, mit dem wir Ihnen ein kurzes Steuerupdate geben möchten. Mein Name ist Markus Erb vom Verband der Auslandsbanken und ich freue mich, alle aus dem Bereich Tax, Finance und Compliance heute durch den Steuerdschungel begleiten zu dürfen. Ich habe Ihnen heute das folgende Steuermenü vorbereitet. Einmal die neuen Entwicklungen bei der elektronischen Steuerbescheinigung mit Datenabgleich. Des Weiteren ein Update zu den Matching-Fees von deutschen Börsen. Darüber hinaus gehe ich auf die Anzeigepflichten für grenzüberschreitende Steuergestaltung, DAX 6-Umsetzung ein. Sowohl zu den Verlusterrechnungsbeschränkungen im deutschen Einkommensteuergesetz und abschließend zur ATTAC-Umsetzung durch das ATTAC-Umsetzungsgesetz. Abschließend werde ich noch einen Überblick über die steuerpolitische Wetterlage geben. Das BMF hat am 4. Mai einen Diskussionsentwurf für eine Änderung insbesondere § 45a bis c Einkommensteuergesetz vorgelegt. Damit soll gegen die Erlangung rechtswidriger Steuervorteile aus der Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragssteuer zukünftig vorgegangen werden. Ist eine elektronische Steuerbescheinigung an das Bundeszentralamt für Steuern vorgesehen? Damit einher geht auch eine elektronische Übermittlung von Datensätzen, die Grundlage für eine Erstattung der einbehaltenen und abgeführten Kapitalertragssteuer sein werden. Geplant ist zudem eine erweiterte Haftung des Aufstellers für eine fehlerhafte Steuerbescheinigung und zusätzliche Meldepflichten für die einbehaltene und abgeführte Kapitalertragssteuer. Bei Nichteinhaltung der neuen Vorschriften sind Bußgelder vorgesehen. Die neuen Regeln sollen für alle Kapitalerträge gelten, die nach dem 31. Dezember 2023 zufließen. Der Verband arbeitet aktuell an einer Stellungnahme an das BMF, die er am 27. Mai versenden wird. Zudem wird der Verband ein Webinar für seine Mitglieder hierzu anbieten. Derzeit werden Rechnungen von deutschen Börsen mit sogenannten Matching Fees mit Umsatzsteuer ausgewiesen. Unseres Erachtens sind diese Leistungen jedoch nach § 4 Nummer 8 Umsatzsteuergesetz und der Mehrwertsteuersystemrichtlinie umsatzsteuerfrei. Andere EU-Mitgliedstaaten erheben ebenfalls keine Umsatzsteuer darauf. Dies haben wir auch in einem Schreiben an das hessische Finanzministerium im Januar kundgetan. Die schriftliche Rückmeldung lässt allerdings immer noch auf sich warten. Die bislang erhaltene mündliche Rückmeldung geht jedoch genau in unsere Richtung. Von daher sind wir sehr zuversichtlich, dass wir bald eine schriftliche Klarstellung in unserem Sinne erhalten werden. Bekanntlich hat die EU die sogenannte DAX 6-Richtlinie am 25. Mai 2018 verabschiedet. Deutschland hat diese in einem Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung Ende letzten Jahres umgesetzt. Am 2. März hat das zuständige Referat im BMF einen Diskussionsentwurf für ein Anwendungsschreiben veröffentlicht. Der Verband hatte am 3. April Änderungsvorschläge für diesen Erlass eingereicht. Die Verbandsmitglieder wurden in einem Webinar am 22. April informiert. Am 29. April hat das BMF in einem Schreiben Informationen zum amtlichen Datensatz und zur technischen Schnittstelle veröffentlicht. Auch aufgrund der Corona-Krise hat die EU nun in einem Entwurf einer Richtlinie eine Verschiebung der erstmaligen Anzeigen um vorerst 3 Monate angekündigt. Die Anzeigepflicht sollte grundsätzlich ab dem 1. Juli 2020 gelten. Dieses Moratorium in der Richtlinie muss noch bis zum 31. Mai 2020 in deutsches Recht umgesetzt werden. Mit dem Gesetz zur Einführung der Anzeigepflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltungen wurden Ende 2019 die neuen Regeln zur Verlusterrechnungsbeschränkung nach § 20 Absatz 6 Satz 5 und 6 Einkommensteuergesetz bei Termingeschäften und bei Totalverlusten eingeführt. Nun wurden Details in 2 Erlassentwürfen zur Abgeltungssteuer vom 16. März und zu den Steuerbescheinigungen vom 19. März vom BMF vorgelegt. Der Verband hatte mit Stellungnahme vom 9. April diese ausführlich kommentiert. In einem Webinar am 1. April wurden die Mitglieder informiert. Nach unserer Einschätzung wird es zu keinen Erleichterungen bei diesen Vorschriften in naher Zukunft kommen. Sowohl die OECD als auch die EU haben weitgehende Schritte zur Bekämpfung der Steuervermeidung in den letzten Jahren auf den Weg gebracht.
Die Richtlinien der EU zur Anti-Steuervermeidung wurden 2016 und 2017 verabschiedet. Bis zum 31. Dezember 2019 war die sogenannte ATAD II in deutsches Recht umzusetzen. Dies betraf erweiterte Regelungen gegen hybride Gestaltung in Drittstaatenfälle. Das BMF hat den offiziellen Referentenentwurf ATAD-Umsetzungsgesetz am 10. Dezember letzten Jahres vorgelegt. Darin enthalten waren allerdings weitere verschärfende Regelungen, etwa bei der Hinzurechnungsbesteuerung oder zu den Verrechnungspreisen. Der Verband hat am 21. Januar Stellung bezogen. Ein zweiter Referentenentwurf oder der Kabinettsentwurf lässt weiter auf sich warten. Inhalte und Zeitplan sind aufgrund der fehlenden Übereinkunft der Ressorts in Berlin völlig unklar. Der Verband wird ein Webinar nach Vorlage eines neuen Entwurfs anbieten. Und nun zum Wetter. Leider ist steuerpolitisch noch keine Besserung in Sicht. Es bleibt trübe, unbeständig bis gewittrig. Sowohl international als auch national stehen die Zeichen weiterhin auf mehr Regulierung zur Bekämpfung von Steuervermeidung. Mit einer Besserung bei Gesetzen und Erlassen ist kurzfristig nicht zu rechnen. Die Steuerstrafverfahren zu Cum-Ex tun ihr Übriges und sind der Sache leider nicht förderlich. Tax Compliance sollte daher ein immer wichtigeres Thema werden. Das war unser Tax Newsflash. Ich freue mich, Sie beim nächsten Newsflash erneut begrüßen zu dürfen. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Woche und bleiben Sie Tax Compliant. Ihr Markus Erb.